Ich reagiere jetzt auf Komm mit in Hänos Zauberwelt. Disney Dreamlight Valley. Das Spiel habe ich tatsächlich auch heruntergeladen. Das ist jetzt von Hand of Blood. Gucken wir uns jetzt mal an. Ich glaube, das ist ganz lustig. Setz dich. Ja. Siehst du es schon? Ja. Disney Dreamlight Valley. Ich habe die ganzen Betriebsferien nichts anderes gemacht. Die Freut voll sich nicht. gar Das Spiel ist nicht. perfekt. Ja. Freust du dich gar nicht? Doch, doch. Ja? Pass auf, ich habe auch was für dich. Das ist ja süß. Er sieht auf jeden Fall sehr überzeugend aus. Was hast du, ne? Und dann hast du auch ein Spiel. Pass mal auf. Hier. Wird die Cap abmachen. Okay. Das Süßeste, das ich je gesehen habe. Ich habe extra was für dich gekauft. Oh nein! Schießt drüber. Jetzt die Ohren. Der Arme, ey. Aber geil von dir. Ich lieb's. Sie freut sich so sehr, ne? Genau wie ich. Ich freue mich. Richtig schadenfroh. Nicht. There once was a dream world in which familiar friends, from the most heroic to the most villainous, you have the power to make it special again. With your help, this dream Dieses world Gelaber, es hört doch nicht is auf! Something magical. Oha, er reagiert voll doof. Ich habe mich richtig gefreut, als ich das Spiel gesehen habe. Ich habe es mir auch runtergeladen. Ich habe es auch schon ein bisschen angezockt. Ich habe mich total gefreut. Er macht mir jetzt das ganze Spiel kaputt. This is a place. Ich nehme schon hier eine halbe Stunde auf. Where you'll wish time could get frozen, where you can find a friend in heaven. This is Dreamlight Valley. Dann starten wir doch mal. Wir nehmen jetzt hier einfach irgendeinen Hannes. Oh, der ist ja richtiger Fuckboy. Perfekt. Ja, passt. Lidschatten wäre schon wichtig, oder? Perfekt. Ja, der braune Schnörres. Hier. Oh nein, mach ihn doch nicht so hässlich. Ideal. Frisur. Ach du Scheiße. Ich nehme Fukuhila hier artig. Nehmen wir. Hanno. Ja, soll ja ein tolles Spiel sein. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende, denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Warum reden die mal so? Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst Auf du der Suche nach einer Auszeit Ort. Von den Pflichten des Lebens gelangst du an einem geilen Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass... Ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Junge. Oh. Aber es ist scheiße. Alter, Gandalf. Gandalf. Das ist mal Dead Noises. Junge, wie sieht er denn aus? Da bist du ja! Hat er nicht das ist ja gemacht, alles ne? surreal. Was ist da gerade passiert? Das war ja alles gerade surreal. Ich da so. Was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Natürlich bin ich echt. Ich weiß nicht, bist du es? Was ist das? Ja, was ist das für eine beschissene Frage? Du musst furchtbar verwirrt sein. Ja. Willkommen im Dreamlight Valley, mein Freund. Dreamlight Valley, dieser Ort ist irgendwie groß. Ja. Ist schon. Nun, es stimmt, dass das Tal im Vergleich zu früher ein trauriger Anblick ist, aber du hast nichts mit euch. Es gab mal eine Zeit, da könnte man kein anderes Reich finden, das so viel Magie und Wunder, ja.
Stell vor, du bist der Synchronsprecher von Merlin. Jo, Thorsten, hast du Bock? Wir bringen ein neues Spiel raus. Wir brauchen dich nochmal für Merlin. Der kommt da auch drin vor. Ab ins Tonstudio, ne? Und Thorsten so, klar. Und dann steht der da so. So. Junge. Aber das ist echt so, ne? Du musst dir vorstellen, der muss ja wirklich so da stehen und... irgendwie weird, ne? Entweder ist der massiv verkatert oder reif für die Klapse. Wir müssen... Und jetzt lauf. Er redet. Er war einfach bis hierhin ein Kleinkind, was noch nicht sprechen kann. Willkommen in Dreamlight Valley. Junge, Aufgaben gestartet. Da oben haben wir jetzt eine Quest betreten. Oh, hallo. Das Problem ist, wo ich das gezockt habe, kam mir dann gar nicht so vor. Jetzt, weil ich mir das so angucke, muss ich immer daran denken. Und das Problem ist, ich kann dieses Spiel nicht mehr ernst nehmen. Die blöden Dinger, ja, aber kriegst du nicht weg. So, dann mach ich das. Oh mein Gott! So, wir gehen jetzt hier rein. Hat er gerade geklopft? Nee. Ja, ich räume jetzt hier jetzt auf. Hinfort mit dir. Avada Kedavra, Crucio, Expelliarmus, Retibius Totalus. Junge, hier ist eine Genki Dama gelandet. Das habe ich auch geguckt, wo ich das gesehen habe. Es ist eine Erinnerung. Sprich mit Merlin, um zu erfahren. Wie geht er denn, Alter? Die leuchtende Kugel, die aus dem Nachtdorn gezogen hast, die ist eine Erinnerung. Gib dem Mann mal ein Bier, es ist ja übel. Mickey Mouse und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen, etwas Wichtiges. Zusammengefasst, Merlin und Mickey Mouse, man kennt's. Waren im Traumschloss, dann haben sie alles vergessen. Jetzt sind Übernachtdorn, und ich muss natürlich alles scheiße. Und ich muss natürlich die Herrschaft aus dem Stein. Nur mit reinen Herzens bin ich ja, schau mich an. Da muss ich natürlich noch die heilige Gießkanne, die heftige Schaufel und eine krasse Angel finden und dann kann ich hier das Tal retten. Und das ist jetzt meine Bude. Bravo! Weil der wieder gerade weggedüst ist. Ist ja wie, also wirklich. Huch. Geil. Mal schauen, ob sich einer diesen Prachtbursch machen. Geil. Okay, das heißt, ich kann hier alles jetzt wegzaubern. Expecto Patronum. Oh, und das hinterlässt Loot. Eine Karotte. Also, danke schon mal an meinen Mod, der dieses Video rausgesucht hat. Du hast mir das Spiel versaut. Toll. Mann, ich sehe das Spiel jetzt nie wieder so, wie ich es mal gesehen habe. Mann, ich fand das so schön. Ich fand's so schön. Emanuel, Digga. Emanuel. Ich liebe Emanuel. Leute. Oh, guck mal, hier ist ein Orangenbaum. Geil. Und da ist ein altes Loot-Chest. Leute. Oh mein Gott. Er versaut die Kindheit hier. Kindheitstraum. Das landet auf der anderen Seite vom Zaun. Ja, das ist nicht, ja, das. Ja, das wäre es jetzt noch, hätte ich außenrum. Also, Merlins Willkommenspaket öffnen. Alter, Leute, Pack Opening. Torwart. Wow. Was wolltest du? Ein Apfel. Kekse. Junge, ich habe in der Schule damals zum Nikolaus mehr bekommen. Was ist das denn für eine Scheiße? Da mache ich erstmal klar Schiff, oder? Bei meinem Haus. Oh. Oh, die magische Gießkanne. Ah, die habe ich noch gar nicht gefunden. Gießen. Jetzt kann ich hier... Junge, der lacht irgendwie wie Goofy. Ey, ich schwöre. Das ist einfach realer Charakter, der richtige Charakter von Goofy in Real Life. Goofy in Real Life. Ich schwöre, Goofy in Real Life. Bitte stimmt mir zu.
X. Die Lache. Ivi, da passt alles. Toll. Geil. Hier haben wir einen schönen Garten angelegt. So, was geht hier? Da ist das Traumschloss. Und das ist Merlin. Der alte Chicks-Terminator, Alter. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Du sagst was ganz anderes. Ja, lass uns hineingehen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, ganz ehrlich, ne? Die machen schon so ein Spiel, ne? Weißt du, was ich mir bei dem Spiel halt mega denke, was mich richtig aufregt? Warum, guck mal, der sagt ja so Sätze, ne? Der hat ja gerade gesagt, das passt ja gar nicht dazu. Ich denke mir so, warum geht der denn dann ins Turnschuh? Kann er auch die Sätze da vorlesen, oder nicht? Hätte doch mal ruhig machen können, oder? Nein, man muss das alles selber vorlesen. Man muss selber lesen. Ja, okay, ist ja auch für Kinder, ne? Kinder sollen ja lesen. Lesen, ganz wichtig immer, ne? Ganz viel lesen. Ach, wir kommen nicht rein. Die Nachtorn, die das Traumschiff Surprise umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker, benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt nur vier, was ich dir zeigen will. Alter, eigentlich musst du jetzt mal, Emanuel muss jetzt einfügen, wie ich das vorgelesen habe. Genau jetzt. Ach du liebe Zeit. Du musst furchtbar verwirrt sein. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Ha, Mickey. Hallo. Hallo. Ja. Oh, Junge, ich bin froh, dich zu sehen. Und jetzt das ist so lustig. Ich habe das so lustig vorgelesen. Die Leute, die das letztens mitgesehen haben. Alter. Komm, aber ich war gut. Du ja. Ich könnte auch Synchronsprecherin werden. Weiß ich nicht, Digga. Geh 10 Meter weiter, folg mir. Da bist du ja. Hier, das Dreamlight. Das ist das Glitzern überall. Oh, es wurde immer seltener. Es wurde vergessen. Hey. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfache Taten wie das Entfernen von... Wow, wie groß! Was? Junge, größer geht nicht, oder was? Nachtdornen! Oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Du, wir können auch Freunde. Also, ich ist meine Nummer. Danke, sehr freundlich von dir. Sei im Tal aktiv. Aktiv! Ja, bleib mal aktiv hier. Okay, das ist der Brunnen. Das ist halt safe wie bei Stardew Valley, oder? Animal Crossing? Wie scheiße heißt denn? Ah, in der Tat, ein schöner Tag. Was macht der da? Kommst du nicht durch? Ja, ich mach mal weg hier. Zack. So. Freie Opi. Hier, Gandalf, komm. Gandalf. Jetzt meckert er über die Junge, wie der lang stratzt. Gut. Hier, Dagobert. Fuck, Alter. Entschuldigung, das war kindisch. Einen schönen Tag noch. Junge. Kannst du mich nicht erstmal begrüßen, Arschloch? Oh ja. Geschäft läuft nicht gut. Ja, sehe ich, Alter. Wenn du mir hilfst, genug Sternenmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das... Weißt du, was frech ist? Die lassen dich da arbeiten. Die machen gar nichts. Guck mal, Dagobert Duck, ne? Der macht gar nichts. Der steht da rum, der gibt dir die Aufgabe. Du sollst schön für den ackern, damit er wieder Kohle verdient, damit er rich wird, weißt du? Der chillt richtig sein Leben. Ich hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Freundlichen Dank. Ja, bitte. Komm ich nicht lang, oder wie? Okay, weil hier die Felsbrocken im Weg sind. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich... Vor allem nicht mehr auf den Gedanken kommen, um zu helfen. Die könnten ja auch mal helfen. Kann ich diese scheiß Spitzhacke? Echt halt. Hier! Alter, ist ja heftig. Heftiges Teil. So. Easy. Junge. Ich schwöre, das sieht so lustig aus mit diesem Charakter, den er da erstellt hat, ey. So, haben wir Licht wieder angemacht. Alter, Slay.
dann hacken wir jetzt hier die Steine weg, oder? Und wir kriegen natürlich ganz viel Steine. Neues Rezept. Bitte geh. Also, was? Kann ich das auch tothauen? Geht nicht. Oh. Ja, dann verpiss dich. Okay, wo ist Goofy? Junge, es geht doch, du Scheißkacke. Oh, jetzt sind wir zu zweit. Psst. So, hier ist eine Hütte. Da ist der Safe drin. Eingesperrt. Seit Tagen, Wochen. Überlebt der dann überhaupt, ey? Das ist er doch. Okay, sorry. Jo, moin, Goofy. Na, wie geht's? Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Stell dir mal vor, du wohnst hier und auf einmal kommt irgendein random Dude rein. So einer. Ja, natürlich bin ich ein Freund. Safe. Ja, Nachtdorn. Boah, Junge, Alter. Dieser Charakter, ne? Dieser Goofy-Charakter, der... Boah, ich hab letztens einfach gesagt, ne? Ohne Witz, wie creepy ist das? Kennt das einer noch von früher? Ich hab immer als Kind Mickey Mouse Wunderhaus geguckt. Und dann auf Super RTL oder so. Und dann sagt er ja, komm mit in mein Wunderhaus. Und ich denk mir so, eigentlich voll creepy, weil der ist ja, also das ist ja auf die Kinder bezogen, für die Kinder. Die Kinder sollen mit in sein Wunderhaus oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Komm mit in mein, so richtig pedo-like, Alter. Calm down, ja? Komm mit in Stand. Mein Wunder! Wir müssen allerdings erst aufräumen. Und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Oh, wir sind cool. Holy shit. Raus. Wie er so wegstapft. Wie kann man so zufrieden mit dem Leben sein? Soll ich das wegmachen? Meinetwegen. Hier. Meinetwegen. Bitte geh. Na, wie geht's, Goofy? Alles gut? Okay, also, wir sollen eine Angel finden. Oh. So bestimmt irgendwo am... Oh, eine Angel. Oh, jetzt geht's wieder los. Hä? Diesmal kein? Oder was? Ich hab's. Geben, klar. Na, wie geht's? Sie reagiert auf mich? Was? Stimmt, weil ich so magisch bin. Gut, dann angel ich jetzt. Sieht mir so aus, als ob der so ein Jojo rausholt. So, ja, toll. Was, ein Hut? Hat er jetzt wirklich so gemacht? Junge, Alter. Jetzt hat er mir einen Angelhut gegeben. Oh Gott, was ist das? Alter, wie lang aus seine Augen aufgehen. Oh Gott, nee, die Pupillen kommen. Hör auf! Oh, jetzt. Ey, Slay, oder? Junge, was macht der? Ein übel geiler Typ. Dann angeln wir jetzt. Geile Mechanik. Ja, dann essen wir jetzt so einen Orangenapfel. Diese Animation. Kann das nicht. Folge Goofy zum Angeln. Wild. So. Ja, gut, dann. Alter, ist ja so ein Vibe, oder? Was für ein geiler Typ. Verpiss dich, sonst werf ich die Angel nach dir und reiß dir das ganze Fell von dem verkackten kleinen Scheißler. Ja, moin. Hä? Ich sollte jetzt zu dir zum Angeln kommen, damit du dich verziehst, ja? Okay, ich konzentriere mich jetzt aufs Angeln. Jetzt auch weg. Hä? Lass mich doch bitte in Ruhe angeln! So, du Arschloch! Hast du gesehen? Hallo, Kumpel! Wie wär's mit einem Plausch? Und geht. Du kannst deinen Fisch an meinem Stand verkaufen. Das heißt, sobald er wieder eröffnet ist. Ja, Abfahrt. Meinetwegen. So, jetzt ist hier... Was soll ich jetzt hier machen? Ansehen. Hallo! Oh mein Gott! Ja, oh. Lass uns den Stand herrichten. Kein Feuerwerk während des Jahres! Danke für alles. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist ein wahrer Freund. Was hab ich davon?
Alter, lässt sich auch nicht unterkriegen. Der ist Enthusiast. Eine kostenlose Probe einiger Samen? So, Dagobert, du alter Knecht, ne? Ja, Goofys Laden wieder geöffnet. Toll. Ah, und jetzt kann ich so bei Läden das immer machen, ja? Aber es hat mich ja gerade. Oh mein Gott, pass auf! Wie er so getapst hat, wie so eine. Anyway. Nutze das Schild vor Dagobert. Ja, mach ich. Kein Feuerwerk unterhalb des Jahres! Sei gegrüßt, Nachbar. Oha. Kauf dir was Schönes. Junge, mir nicht an die Eier. Hä, der gibt mir 400 Mark zurück? Kauf etwas in Dagobert Ducks Laden. Aha. Erst mir ein bisschen Kleingeld geben und dann. Ja, ja. Ja, witzig. Siehst du, genau das, was ich gesagt habe. Ja, ja. Er gibt schön Geld, damit du in seinem Laden kannst ihm wieder Geld zurückgeben. Moin. Hätte auch direkt sagen können, such dir irgendwas aus umsonst oder so. Eigentlich müsste der uns alles umsonst geben. Alter, Goofy, scheiße. Schnell weg. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Donnerwetter. Ah. Alter, wie dreist ist es eigentlich, von mir Geld abzuzwacken und so eine Inneneinrichtung zu ballern? Du alter Scheißlappen. Ja. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Ja, du hattest einen, wa? Hey, was mache ich denn mit dem Handy? Was? Goofy, komm mal her. Wir machen ein heftiges Selfie. Goofy. Guten Morgen. Was? Wie geil ist das denn? Alter Slay. Junge, was ist das denn? Das ist so ein Fiebertraum. Was ist das für ein Spiel? Gut, dann. Schön, dich zu sehen. Lass mich in Ruhe. So, ich kaufe jetzt hier Kaffeeautomat. Alter, ein PC. Ja, ja, du wieder hier Geschäft gemacht, ne? So, jetzt reden wir. Er hat nur eine Quest oder was? Er hat keine Kunden. Ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Hat er mir Merch von sich gegeben? Und bis bald. Was ist das für ein Game? Hey, jetzt soll sie. Ey. Ja klar, jetzt noch Werbung machen für Nüsse oder was? Sag mal, damit er schön Kohle verdient. Ja klar. Ja, klar. Geh nach Hause. Okay. Hallo Opa. Hey. Spitzhacke. Ja, ich habe alle Werkzeuge. Ja. Okay, mir fehlt noch die Schaufel. Und dann können wir hier weitermachen. Story Quest. Easy. So. Ja, können wir buddeln. Dann, Merlin, was geht? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Das ist so ein Zappel, Philipp, wirklich. Wir haben alle Herrschaftlichen geredet. Die Nachtdornen vor der Tür des Schlosses können entfernt werden, wenn wir genug Dreamlight sammeln. Alles klar. Alter, wir können einiges einlösen. Guck mal. So, jetzt haben wir schon 500. Dir einen angenehmen Morgen. Das sind die Dreamlight. Ich war einfach Goofy in real life. Dreamlight Pflichten. Ernte 3 Früchte, entferne 4 Nachtdornen. Das habe ich doch alles schon lange gemacht. Ja. Aha. Samen. Und rüber da. Geil. Alter, das ist Merlin, der alte Gabba-Gandalf. Wollen wir ein Selfie machen, Gandalf? Alter Slay! Die Schnäuzerbrüder. Junge, das ist ja der Hammer. Pass mal auf, das muss ich mal in meine Insta-Story packen. Folgt mir gerne auf Instagram, geht immer ab. Erstmal ein Selfie. Oder folgt mir auf Instagram. Geht auch ab. So? Übrigens, ich habe hier so ein paar Beutel. Kleidungsbeutel. Oh, das war golden. Alter! Nee. Und eine quadratische Goldanhänger-Halskette. Boah, Maschallah. Boah, oh, wir haben jetzt sogar viel zu viel. Heftig. Junge, wir können ins Dream Silicon Crossing Schloss Valley.
Dream. Bevor wir gehen, ich mache mir Sorgen um Mickey. Bitte sieh in seinem Haus nach. Das hier ist seine Bude. Junge, ich bin einfach viel zu groß für dieses Dorf. Imagine. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Hey du! Alter. Oh mein Gott, ist das cursed. Junge, oh Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe vergessen, wofür ich Hilfe brauche. Ziemlich dumm, oder? Ja, wir sind auf den Scheiße, Mickey. Ja, ich clear dir hier mal die Nachtdorn, das merke ich schon. So, und weg. Gut, so, alles ist clear. Hallo, du! Gott, Alter. Hey, er guckt auch mich irgendwie an. Das ist ganz weird. Der guckt immer, der schielt auch übel. Es ist doch übel. Oh, Junge, wie creepy. Oh Gott. Ja, stimmt. Lol. So, was? Oh Gott. Der will mein Ass. Ah, da ist er ja. Merlin, du alter Quacksalber. Weißt du, wie ich meine? Alter? Da bist du ja. So, rein da. Danke, sehr freundlich. So, rin, wa? Merlin? Alter, warum verfolgt er mich? Rein. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Tür vor dir führt in ein anderes Reich. Auf der Suche nach dem verschwundenen Dorfbewohner wirst du hinter diesen Türen viele Wunder finden. Einen verlassenen Planeten mit einem schüchternen Roboter. Wally? Ein Restaurant mit einem großartigen kleinen Koch. Ratatouille? Die Ratatouille. Mit einem Halbgott besuchen. Hercules. Okay, wir machen Ratatouille. Ratatouille. Ja! Man kann nicht einmal... Ich schwöre, Kinder, also wirklich mein absolutes Lieblingsfilm, Kinderfilm ist Ratatouille. Habe ich so geliebt früher. Ich war auch echt sehr sad, dass kein zweiter Ratatouille-Film rausgekommen ist. Weil ich ein richtiger Ratatouille-Fan früher war und ich wollte schon immer nach Paris. Ich war auch schon in Paris. Und ich hatte sogar die Spiele als Nintendo DS-Spiel. Schwöre, habe ich geliebt. Und PlayStation 2. Junge, richtig geiles Spiel. Würde ich immer noch spielen. Etwas in Ruhe entscheiden, ohne dass hier alle an die Decke gehen. Na, wie geht's? Gut. Das ist so ein Zappelfilm, wirklich. Yippie! Oh ja, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt rein. Ach, der fällt auch schon ab! Digga, was ist denn mit ihm? Alter, ich gehe. Ist es wegen den? Denkt er, ich bin sein Jöl? Er ist einfach der übelste Stalker. Wie ist er in das Schloss hinterhergekommen? Lol. Alter! Mann! Ich gehe jetzt rein in ein anderes Reich. Hä? okay. Junge! Wie geil! Das ist einfach Ratatouille da in dieser Küche, in diesem Restaurant. Ich dreh durch. Oh, wie cool ist das? Boah, das liebe ich jetzt schon wieder. Ne? Das war ja cool. Hallo, kleine Maus. Bonjour. Bonjour. Ich bin Remy, Alter. Remy. Der Speise füllt sich und die meisten meiner Mitarbeiter sind krank. Ja, ich helfe dem und dann kommt er mit. Momentan bräuchte ich nur für den Abwasch. Klar, hab ich mein halbes Leben lang gemacht. So, wo ist der Abwasch? Ich soll die Gießkanne benutzen. Ja, klar. So wascht man ab. So, was hältst du von Kochen? Kochen ist eine Kunst, ja. Oh, lass uns losgehen. Eins mit Fisch und eins mit Obst. Wir sind ein gutes Team. Absolut. Finde einen Fisch, bereite damit ein Gericht zu. Hier, Regenbogenforelle. Nimm dir 5. Dann kochen wir jetzt Fisch. Wie cool. Ja, nicht gut. Fang mit dem Kochen an. Haben wir jetzt einfach nur einen Fisch gekocht? Ja, Hammer. Gut, das war doch super. Jetzt haben wir gekocht. Hey, Sache. Du bist es. Genau. Man kocht einen Fisch in Wasser, in so einem Topf. Genau, klar. So bereitet man einen Fisch zu. Voila, einfach, also wenn ihr den perfekten Fisch haben wollt, ne? Einfach einen Fisch
richtig großen Topf, Wasser rein, einfach drinne kochen lassen. Hör mal, damit kriegt ihr eure Gäste, die werden danach so erstaunt sein von euren Kochkünsten. Boah, meine Güte. Oh, ich bin ja auch schon die ganze Scheißzeit. Benutze diesmal Früchte, ja, gerne. Komm, sei bitte leise. So, ein paar Bananen, ne? So, Banane. Schöne Banane in kochend Wasser. Klar. Schöner Obstsalat, klar. Bitte lass uns gehen. Was ja, ist das? Pizza Margherita als Hauptgericht. Bist du sicher? Ich würde eher ein Gemüse. Gut, machen wir die Pizza Margherita. Mhm. Was ist das? Rezept, einfache Pizza. Weizen, Tomate, Käse. Weizen. Käse. Tomate ist hier. Gewürze oder Kräuter. Basilikum. Oregano. Dann lass jetzt eine Pizza im Kochtopf machen. Klar. Ja, nee, ist klar. Eine Pizza im Kochtopf. Ja, klar. Man schmeißt einfach alles in einem kochenden Wasser rein. Und dann hast du eine Pizza vom Allerfeinsten. Hör mal, da drehen sich die Italiener sogar im Grab um. Ehrlich jetzt. Oregano, Basilikum dazu. Fertig. Mashallah. Okay. So, jetzt Nachspeise. Ja, Bananenkuchen oder Apfel? Safe Bananenkuchen. Also ihr sagt mir jetzt nicht mehr, was ich nehmen soll. Okay, dann Butter, Bananen, Milch und Ei und wahrscheinlich Weizen. Okay. Ja, auch alles Butter, wieder Weizen, im Kochtopf. Milch, Ei, Banane. Kochen. Ja, klar. Konfitüre-Waffeln. Scheiße. Banane und Butter? Auch alles wieder im Kochtopf. Butter, Banane. Ein Shake. Geiles Game! Butter, Ei, Banane. Butter, Ei, Banane. Abfahrt. Butter, Ei, Banane. Ein gekochtes Ei. Das ist doch krank. Gekochte Eier. Willst du mich verarschen? Bereite Bananenkuchen mit Zutaten aus Remlis Küche. Hier sind Rezepte. Ich hatte irgendein Buch im Inventar, es lag hier anscheinend rum. Bananenkuchen. Was brauche ich dafür? Fragezeichen. Okay, es gibt drei Zutaten. Butter und safe Banane. Für Teig Weizen? Ja, komm, hoffentlich kommen nicht wieder hart gekochte Eier raus. Bitte, bitte, bitte. Ja! So, jetzt komm bitte mit nach Dream Valley Silicon Studio. Animal Cross Land Valley. Eine Bestellung. Jemand möchte einen Ranch-Salat. Salat, Tomaten, Mais, Paprika, Zwiebeln. Paprika, Salat, Paprika, Paprika. Die Zwiebel habe ich noch. Paprika, Salat, Mais. Wo ist Mais? Ach, das ist so ein ganzer Maiskolben. Paprika, Salat. Ei! Meine Fresse, Alter. Halbe Doktor. Alles klar. Natürlich alles im Kochtopf. Ey, das macht doch so viel Sinn, ey. Ja, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Hauptsache einfach. Hauptsache einfach alles. Einfach alles in den Topf. Junge. Arbeit, um hier so einen neuen Mitbewohner auf der Insel zu haben. So, Abfahrt. Ranch-Salat. Der Gastronomiekritiker wartet auf das Hauptmenü. Natürlich hat er meine Spezialität bestellt. Das Ratatouille. Du sagst mir nicht, was da rein soll? Ich habe noch nie mal in dem Ratatouille gegessen. Ich weiß nicht, was da drin ist. 5 Zutaten. Ratatouille. Gemüse. Was ist da drin? Aubergine, Zucchini. Aubergine, Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, ja. Paprika. 5 Zutaten, das muss es sein. Tomate, Aubergine, Zucchini, Paprika und eine Onion. Abfahrt, bitte. One-Hit-Wonder. Bitte, bitte. Gegrillte Gemüseplatte. Aber so macht man. Beim gegrillt im so Topf. Macht man Ratatouille. Also, Zucchini, Aubergine, Zwiebeli, Tomatini, Käse. Ich habe Famme. Abfahrt. Ah! In allen Rezepten, die ich hier auf Google jetzt hier, Emmy kocht einfach, chefkoch.de, NDR, Bake to the Roots, können wir uns nochmal angucken. Hier ist Oregano drin. Oh Gott, und immer ist das scheiß Inventar zum Kacken voll. Nein, ich muss jetzt...
warum wachsen da Blumen auf dem Boden, lol? So eine Küche. Einfach so auf dem Boden wachsen so Blumen. Ja gut, wer kennt's nicht? Ja! Ja! Bonjour! Au revoir! Ja! Ich brauche definitiv ein Haus, bevor ich kommen kann. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück. Erstmal schön Remis Dings platzieren. Aber geile Halle. Ich kann das nicht mehr. Ich kann es nicht. Ich kann und will es nicht. Sind da. Sorry, aber kein Mensch glaubt mir das. Reiß dich zusammen, Max. Dagobert und Mickey Maus wohnen gleich nebenan im Haus. Ich kann nicht mehr. Sie zeigen dir, was Freundschaft heißt. Komm doch einfach in Disney's Dreamlight Valley vorbei. Ich kann das nicht. Das Spiel ist nichts für mich. Max, dreh doch an die Klicks. Ja, ich weiß, ihr meint's nur lieb. Doch Mickey ist ein fucking Creep. Animal Crossing und Disney. Ein Game of. Alter, sind die bescheuert? Herzlichen Glückwunsch, ihr seid alle gefeuert! Jetzt mal unter uns, lasst euch von mir nicht ins Müsli pissen. Spielt, was ihr wollt, denn das müsst ihr wissen. Abonniert End of Blood. Geil! Geil gemacht, wirklich geil gemacht. Geil gemacht, auch das Ende, ey. Geil.